Hallo, willkommen beim Brick Freak. Heute mit dem Final Review vom Harry Potter Schloss. Lappy Nummer 16060, Lego 71043. Lego sind es 4 Anleitungen, hier von Lappin sind es 2 dicke Bücher. Ihr seht zusammen ein guter Schinkennachtlektüre. Druckqualität ist super, keine Farbprobleme, keine Darstellungsprobleme, einwandfrei, lässt sich wunderbar danach bauen, gar keine Probleme. Aufkleber sind die gleichen, ich habe am Anfang gedacht, sind ein bisschen weniger, aber Aufklebermenge ist genau gleich. Dazu kommen diese 4 Figuren. Da haben wir einen Unterschied zur Lego-Fassung, und zwar die Haarteile. Die hat Lappin nicht übernommen, das war ihnen zu viel, das neu zu drehen, neu zu gießen, Entschuldigung. Deswegen haben sie bestehende Hairpieces genommen, ist für mich jetzt nicht weiter schlimm. Hier haben wir Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Salazin Slytherin und Rowena Ravenclaw. In sehr guter Qualität. Printings sind gut, vorne wie hinten. Sieht ein bisschen aus wie Wonder Woman. Aber es ist okay. Also der Lappin hat mittlerweile da ein Qualitätslevel erreicht, mit dem er gut leben kann. Hier Salazar Slytherin von vorne. Dann machen wir das Cape hoch. Das sieht man auch noch von hinten. Der gute Mann scheint glatzköpfig zu sein. Er hat keine Haare. So, Helga Hufflepuff, auch nettes Printing, auch ein Umhang und Rückseitenprint. Wie gesagt, sind okay. Ich weiß, hier sitzen die Haare etwas schief. Und dann haben wir noch Godric Gryffindor. Ihr seht schon, ich bin nicht der allergrößte Harry Potter Experte. Ich habe Teil 1 bis 4 gesehen, mit diversen Schlafunterbrechungen. Nehmt es mir nicht übel. Figuren sind, denke ich, okay. Es wird ja auch keiner das Schloss kaufen wegen den 4 Figuren. Dazu haben wir hier die peitschende Weide, oder wie das Ding heißt, auf Deutsch, ich weiß es nicht. Lässt sich hier drehen. Da haben wir noch ein süßes kleines Mini-Auto, was da drin festgehalten wird. Braucht man nicht wirklich, aber sieht vielleicht nett aus, wenn man es hinstellt. Und die Hütte von, wie heißt er, Töchterchen? Hagrids Hütte. Auch nichts Besonderes. Die Spinne ist ganz nett, aber natürlich im Scale. Gut, die sind ja relativ groß, die Spinnen, wie wir aus dem zweiten Teil wissen. Also im Scale zu dem Minifix, dem Nanofix passt dann vielleicht. Dazu gibt es 5 dieser spektakulären Boote. Das sind einfach Fensterrahmen, die hier auf die Plate draufgesteckt werden. Es hält. Und jede Menge Nanofiguren. Die stelle ich jetzt nicht einzeln vor, da ich die Namen eh nicht weiß und die Dinger für mich vollkommen egal sind. Ihr seht sie. Ich heb mal 1, 2 vorne dran, so nah wie möglich. Ich weiß nicht, ob die Kamera es gut einfängt. Ja, das ist die pinke Lehrerin mit dem pinken Zimmer, wie sie auch immer heißen mag. Töchterchen sagt, es wäre Draco Malfoy. Vielleicht ist es aber auch der. Noch ein Blonder. Ne? Auch egal. Sind jede Menge dabei. Ich zähle mal kurz durch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 Nanofiguren. Spielen kann man mit denen eh nicht gescheit. Also wenn eure Kinder spielen wollen mit dem Schloss, sollen sie mit denen hier spielen und vielleicht noch die Harry Potter Minifiguren-Serie sich holen und dann passt es. So, jetzt gibt es einen kleinen Break und dann hole ich das ganze Schloss und stelle euch das vor. Ja, hallo. 2. Take. Da haben wir das Prachtstück.
6020 Teile laut Lego-Angabe, 6000, schieß mich tot, von den Chinesen. Aber bei den Chinesen wird ja jedes Ersatzteil gezählt und jede Nanofigur und so weiter und so fort. Es ist ein 1:1 Klon mit 2-3 Unterschieden. Die Haarteile habe ich erwähnt, die unterscheiden sich von Lego. Und, ich kriege es jetzt hier unten nicht mehr gescheit raus, die Schlange, die große Schlange in der Kammer des Schreckens ist anders. Die sieht von Lego besser aus, die ist von Neppin nicht wirklich toll gelöst. Plus die Aufkleber, die treffen leider nicht den Farbton. Ne? Aber das habt ihr in den ersten Videos gesehen, dass das eine Mischung zwischen hellbeige und dunkelbeige ist und ich deswegen auch ein paar weggelassen habe auf dem Schloss. Es fällt nicht wirklich groß auf. Wo sie wichtig sind, wo sie ganze Flächen bekleben, habe ich sie gelassen. Ansonsten habe ich sie weggelassen. Meiner Meinung nach nicht wirklich schlimm. Ich finde es eher schlimm, dass man das Set rausbringt mit Aufklebern. Es wäre viel schöner gewesen, wie so oft in letzter Zeit, wenn Lego Prinz gemacht hätte. Aber das wollten sie nicht. Gut, ich drehe es mal so ein kleines bisschen. Es geht relativ schnell die zwei Teile auseinander. Ja, hier haben wir den schönen Drachen. Die zwei Teile gehen relativ schnell auseinander, weil sie nicht mit Technik-Pins gehalten werden, sondern mit Achsen. Ja, mit Pins wäre ein kleines bisschen höhere Klemmkraft da, aber auch die würde wahrscheinlich versagen aufgrund der Schwere und der Größe dieses doch beeindruckenden Modells. Ihr habt so ziemlich alles in den ersten drei Videos gesehen. Wer jetzt erst einschaltet, schaut euch die ersten drei Videos an. Da seht ihr jeden Bauabschnitt von 37 Bauabschnitten, die dieses Schloss zu bieten hat. In Lego sind es 37 Typen, bei Neppin sind es keine Ahnung wie viel. Es sind 37 Bauabschnitte von 2 bis 6 Typen, weit über 100 Typen. Also umwelttechnisch gesehen, aber sind Chinesen. Die geben da einen feuchten Kehricht drauf, was wir Europäer von Umweltschutz halten. Egal. Das Schloss ist toll. Lego hat einen tollen Job gemacht. Neppin hat einen guten Job gemacht und hat es sehr, sehr gut kopiert. Da das jetzt nur das Review ist, halte ich mich relativ kurz. Die Kopie ist super. Bis auf die Aufkleber, die Schlange und die Haare ist es eine tolle Kopie. Alle Steine halten gut. Es gab keine Fehlteile. Es ist perfekt abgezählt gewesen. Ich hatte, glaube ich, in allen Bauabschnitten 3 übrige Teile, 3 oder 4. Ein Teil war falsch, das war ein 1:2 Stein mit Studs, also mit Noppen nach vorne raus. Da war nur ein normaler 1:2 Stein dabei. Ich hatte ihn Gott sei Dank in beige noch im Keller liegen. Ansonsten ist eine perfekte Kopie. Muss man wirklich sagen, Neppin hat einen super Job gemacht. Die Anleitung ist gut, die Teile sind gut, die Aufkleber sind mäh. Die Figuren sind gut, die Haare der Figuren sind mehr. Wer damit leben kann, erhält für 160 Euro verdammt viel Teile, ein sehr, sehr beeindruckendes Stück Klemmbausteintechnik, das bei uns auch noch einen wunderschönen Platz hier im Esszimmer auf dem Schrank finden wird, neben dem Big Ben. Das wird sicher beeindruckend aussehen. Was gefällt mir an der ganzen Sache nicht? Ich hätte es lieber gesehen, wenn Lego ein Displaymodell draus gemacht hat, statt diesen Kompromiss, ein Displaymodell von der einen Seite und von der Seite, wo ich sitze, die seht ihr auch noch gleich, ein Spielmodell. Hätten sie es lieber komplett geschlossen gemacht, dass man es von allen Seiten geschlossen hinstellen kann als Displaymodell, wäre für mich als Erwachsenen toll gewesen. Für Kinder ist natürlich super, dass es halb offen ist, die können damit spielen, wunderbar. Nur welches Kind hat 400 Euro? Wenn man sich das Original von Lego kauft, oder welche Eltern haben 400 Euro, um ihrem Kind dieses Schloss zum Spielen zu schenken. Also denke ich, wird es hauptsächlich an Erwachsene gehen und da hätte ich schöner gefunden, wenn es geschlossen gewesen wäre. Ich verlinke euch unten in die Infobox 3 oder 4 Sachen. Das erste, der Speedbuild vom Brick Builder. Der hat 2 Speedbuilds, einmal in 45 Minuten und einmal in 10. Da seht ihr haargenau nochmal, wie jedes Teil aufs andere kommt. Ansonsten habt ihr bei mir in den Aufbauvideos schon vieles darüber gesehen. Das zweite, was ich verlinke, ist ein Shop, Your World of Building Blocks, die mir das Set kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, um es euch präsentieren zu können. Da verlinke ich euch den Artikel in ihrem Shop.
Und das dritte ist eine Seite, da weiß ich jetzt nicht genau, wie sie heißt, der Werte 10. Der Typ hat sich zwei Schlösser gekauft und den Big Ben und hat auf dieser Seite noch den ganzen anderen Anbau. Ja, also hier rüber hat er praktisch das Ganze nochmal gebaut. Da ist dann, da wo die Schüler wohnen und alles drin. Es ist Wahnsinn. Ich verlinke euch die Bilder unten rein. Ist die Hölle, was der Mann gearbeitet hat. Das sieht richtig cool aus. Wäre schön gewesen, wenn Lego es als zwei Teile rausgebracht hätte. Ein Jahr diesen Teil, ein Jahr den anderen. Hätte es aneinander stecken können, aber ist okay. Was habe ich für Kritikpunkte? Der Turm ist von der Bautechnik sehr fragil. Ich denke von Lego mit der etwas genaueren Abmaßung der Steine ist ein Tick einfacher zu bauen. Aber man steckt drei Zylinder aufeinander und dann diese Seitenverkleidung dran. Das kann ein bisschen frusten. Also mich hat es auf jeden Fall gefrustet. Und ich empfehle euch, wenn ihr es baut, baut erst den Turm zusammen, steckt es nicht schon auf die Grundplatte, baut erst alle drei Zylinder übereinander und steckt dann die Verkleidung dran und steckt es dann drauf. Da spart ihr euch viel Nerven, weil wenn das schon mal hier drauf steht und ihr macht die Verkleidung dran, wird es nervig. Mir ist es ein paar Mal auseinandergebrochen. Also ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis der Turm so stand. Ist ein bisschen nervig, gerade wenn ihr Kinder es bauen lasst, die, denke ich, werden Hilfe von Erwachsenen brauchen. Der Rest ist gar kein Problem. Was ist noch ein bisschen nervig? Wiederholungen. Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Ja, die Fenster hier, diese Mosaikfenster, baut ihr 12 Mal. Genauso wie die Verkleidungen hier vorne dran, werden sehr oft gebaut. Ihr baut viele Teile einfach mehrfach, sehr repetitiv das Ganze. Wenn man zu zweit oder zu dritt ist, wenn ihr zwei Kinder habt oder so, dann geht es wesentlich schneller. Aber ihr baut es mit den Kindern zusammen, dann stört es auch nicht so. Auch hier diese Verkleidung, das sind insgesamt, glaube ich, 5 Teile. 2 größere und 3 kleinere. Ist auch sehr repetitiv, aber wie gesagt, wenn man es zusammen macht, in der Familie, ist nicht ganz so nervig. Was ist sonst noch nervig? Wie gesagt, sonst eigentlich gar nichts. In der Lebin-Variante die Aufkleber. Was ist toll an dem Set? Von der Seite alles. Das Ding sieht super aus. Absolut genial geworden. Muss man Lego echt einen guten Job attestieren. Der Designer hat eine super gute Arbeit geleistet. Kann man nichts meckern. Ist ein wirklich imposantes Stück Technik. Freue mich auch schon, wenn es oben steht. Die Mosaikfenster. Weiß ich, ob man es hier ein bisschen mit dem Licht sieht. Die sind toll, wenn die gegen die Sonne sind hier. Das sieht fantastisch aus. Ich hatte ja schon mal im Aufbauteil, sind Shots drin gegen das Licht, da seht ihr, wie die Sonne durchscheint, das ist super. Auch so, die Details sind toll. Was mich ein bisschen stört, sind manchmal hier am Turm, auf der Seite, ja, es ist auseinander, hier so Löcher. Aber die Steine gibt es halt nur mit Löchern auf beiden Seiten. Insofern, Lego wollte sicherlich nochmal nicht allzu viele Spezialteile herstellen für das Schloss. Der Turm finde ich nicht so gelungen, weil er nicht rund ist. Aber in der Höhe mit den bekannten Zylindern konnte das Lego nicht machen. Also hat man diese Slopes hier, diese langen, genommen, die man aus Lego Star Wars oder Lego Technik kennt. Das sind so ziemlich die einzigen Kritikpunkte, die ich habe. Ansonsten ist es ein tolles Modell. Damit ihr es jetzt noch komplett von der anderen Seite seht, versuchen wir das Ganze mal zu drehen. So, jetzt wird es dann schwer. Hopsa. Gott sei Dank habe ich lange Arme. So. Ja, hier nochmal die Halle von innen. Super gemacht. Ganz toll. Bautechnik schön. Sieht toll aus im Licht. Ganz stark. Der Turm ist auch gelungen von innen. Wichtige Sequenzen sind drin. Die hier, wo sind sie hier? Das lässt sich verdrehen. Oben dann die heulende Myrte oder wie sie heißt, also viele schöne Details. Hier unten drunter haben wir das Schachspiel, ist auch schön gelöst. Und diese Kammer, wo man die Schlüssel braucht, sagen meine Kinder aus dem Film, ich weiß es nicht, ich habe es entweder verschlafen oder es waren der Teile, die ich nicht gesehen habe. Und hier auch nochmal Teile der Bibliothek innen drin. Super. Also, wie gesagt, für Erwachsene ist die Seite schön, für Kinder ist die Seite schön. Ich drehe es wieder auf die schöne Seite.
wenn ihr es genauer sehen wollt, im Aufbaukart habe ich alles näher beleuchtet. Was ein bisschen komisch ist, ist hier die Brücke, die steht in einem ganz kleinen Winkel. Da hat sich auch der Chung Briggs im englischen Video ein bisschen drüber echauffiert, dass es normalerweise nichts ist, was Lego bisher so gemacht hätte. Mich stört es jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Mich stört eher dieses leicht fragile Konstrukt vom Turm. Ansonsten schöne Bautechniken dabei, schöne Teile dabei, detailliert. Ein super Modell, ein super Modell. Man muss dazu sagen, 400 Euro von Lego, das Ding ist es absolut wert. Ihr könnt bedenkenlos zugreifen, auch bei Lego. 400 Euro für über 6000 Teile und ein Lizenzthema noch dazu. Wenn man überlegt, dasselbe von Star Wars wären bei 650 Euro gewesen wahrscheinlich. Es ist also ein super Preis. Von Leppin mit 160 Euro könnt ihr gar nichts falsch machen. Für Leute, die jetzt mit dem Schloss nichts anfangen können oder mit Harry Potter nichts anfangen können, ihr könnt es euch trotzdem kaufen, wenn ihr gerne Mocs baut, weil ihr kriegt hier 6000 grandiose Teile, mit denen sich wunderbar etliche Gebäude oder anderes realisieren lassen. Also auch für Leute, die an Mocs interessiert sind, ist das Ding eine Schatzgrube. Es ist super, absolut. Ah, eine Sache, diese Felsformationsteile, die sind also relativ groß. Da waren 2, 3 leicht verkratzt. Die sind alle in einer Tüte, haben sich wahrscheinlich gegenseitig ein bisschen abgeschabt in der China-Variante. Die haben ganz leichte Kratzer drauf, aber sind wir mal ehrlich, wenn das irgendwo steht, merkt das keine Sau. Von daher gibt es da nichts wirklich zu bemeckern. So, wollen wir es mal beurteilen? Ihr wisst, ich tue meine meisten Modelle bewerten. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht. Das Modell kriegt eine 8, keine 10. Eine 8 deswegen, weil ich hätte es gern geschlossen gehabt. Und ein paar Sachen, die sich arg wiederholen. Das hat mir wieder so gefällt. Okay, ne, das Wiederholung ist eher ein Abzug in der Note für den Bauspaß. Eine 8. Nach langem Überlegen zwischen 7 und 9 habe ich mich dann für die 8 entschieden. Der Bauspaß ist auch eine 8. Das Einzige, was den Bauspaß trübt, ist in der Leppin-Variante der Turm. Ich denke, der wird in der Lego-Variante ein Tick einfacher zu bauen sein. Und das Repetitive, diese Wiederholung. Manche Elemente 12-mal bauen. Nach dem 5. Mal hat er keine Lust mehr. Das nervt ein bisschen. Es gibt noch einen Abzug in der Baunote, deswegen auch da eine 8. Und die Note für die Anleitung eine 10. Das ist die beste, eine mit einer der besten Leppin-Anleitungen, die ich je hatte. Farbqualität ist gut, Winkel sind gut, es ist nicht zu klein geschrumpft. Es ist super, es ist eine ganz tolle Anleitung, deswegen 10 von 10. Die 10 orientiert sich, wie gut ist sie im Vergleich mit Lego. Sie ist genauso gut wie die Lego-Anleitung, man kann genauso gut danach bauen. Deswegen die 10. Das soll es schon gewesen sein, im Großen und Ganzen. Alles andere seht ihr in den Aufbauvideos. Ich bin begeistert. Für die Deutschen kommt auch noch eine Version, wo meine Kinder das Schloss besprechen. Ja, das wird alles heute hochgeladen. Wenn ihr Interesse daran habt, guckt auch bitte die Version mit meinen Kindern an. Die freuen sich auch über die Klicks. Ansonsten soll es das gewesen sein. Noch ein kleiner Ausblick für die Zukunft. Nächste Woche kommt der Ferrari F40 und dann das Cinema. Und dann der Sandcrawler ist noch unterwegs, das Batmobil, das neue, ist unterwegs und die neue Harry Potter große Halle, das kleine Modell mit 1000 Teilen. Die Sachen sind unterwegs, das kommt alles in nächster Zeit. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Seid ihr neu beim Kanal, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Alles Gute, bis zum nächsten Test der Brick Freak. Bye, bye.